krass nass. Die Tigerentenclub Sommerspiele 2021. Spektakuläre Hindernisse. 5 Mädchen, 5 Jungs. Und hier sind Laura und Johannes. Hallo! Jo, nach Hause! Unfassbar! Heute startet schon der 7. Tag der Tigerentenclub Sommerspiele 2021. Das heißt auch, die Entscheidung, wer kommt ins große Finale, sie rückt immer näher. Eins können wir euch versprechen, auch heute wird es wieder krass nass. In unserem Parcours heute geht es hoch hinaus, was aber auch bedeutet, stimmt, ja, man kann tief fallen. Der Hyperhop ist als neues Element mit dabei und auch beide Pools müssen absolviert werden. Und ich kann euch verraten, in einem sind Muckis in den Oberarm gefragt. Hier sind die Jungs, hier sind Jonathan, Momme, Fabian, Wolf und Alex. Hallo ihr fünf. Schön, dass ihr da seid. Jungs, willkommen an Tag 7 bei krass nass 2021. Und aber auch ihr zu Hause könnt wieder aktiv mit dabei sein. Stimmt jetzt ab auf krassnass.de. Wer wird Tagesbestzeit abliefern? Und unter allen, die richtig getippt haben, verlosen wir dieses tolle Schnorchelset, oder Johannes? Diese Taucherbrille mit integriertem Schnorchel. Also, wer ist die oder der Schnellste? Stimmt ab auf krassnass.de. Wenn ihr richtig liegt, habt ihr die Chance auf dieses coole Teil zum Schwimmen. Und auch an Tag 7 ist es Bolli nicht müde, den sportlichen Wettkampf zu kommentieren. Hallo Bolli, sag mal, was glaubst du, werden unsere Kandidaten mit dem Hyperhop anfangen? Ich glaube, vor allem müssen die Mädels und die Jungs heute eine gewaltige Portion Mut mitbringen, denn vom Hyperhop geht's runter einige Meter auf ein Luftkissen. Da wird man dann schön zusammengedrückt und dann heißt aber, sich schnell wieder aufraffen, um dann möglichst schnell auch zu buzzern. Dankeschön, Bollinator. Dann schauen wir uns diesen Hyperhop und diesen Parcours mal an. Bitte zeigt ihn uns. Leichtmatrose Krass Plus und Captain Krass Nass. Los geht's auf dem Floß über den Monsterpool. Ganz wichtig, kräftig am Seil ziehen und dann hinten mit den Händen oder der Hand anschlagen und dann schnell wieder zurück. Danach geht's raus und zu den Dosen. Die müssen mit dem Wasserschlauch rummelmäßig runtergeschossen werden. Kirmesfreunde willkommen. Und danach rein in den Hindernispool. Unter der Stange durch, über die Stange drüber. Und dann wieder unten durch. Ein Auf und Ab. Weiter geht's danach klitschnass rein in die Superschikane. Über die Rampen, dann zügig rein in den Tunnel. Und nachdem die ganzen Hindernisse überwunden sind, geht's mit den Füßen voraus hier aus der Superschikane raus, durch den Lochboden, die Walze hoch. Ja, die Mütze noch mal richten. Im Idealfall ist das vorher schon passiert. Und dann zum Hyperhop. Ein großer Sprung runter. Mut wird belohnt. Und dann gleich wieder aufwerfen und möglichst elegant rauskommen. Nicht wie ein Kartoffelsack. Und dann buzzern. Das finde ich so toll. Egal, wie es bei euch beiden läuft. Ihr seid gut drauf, oder? Sehr gut. Also, die Jungs haben es vorgemacht. Und weiter geht's bei Laura. Neben mir steht Momme und du tippelst schon ganz nervös auf der Stelle. Bist du denn überhaupt noch aufgeregt jetzt hier vor so einem Parcours? Also nicht mehr so doll wie ganz am Anfang. Aber man hat immer noch Angst, dass man irgendwas falsch macht. Dann ab auf die Position. Auf mein Kommando geht es los. Achtung, fertig, krass nass. Was macht Momme? Schon mal ein mutiger Sprung, ja, sehr gut. Und schlägt auch hier an. Also, Flussführerschein hat er wohl irgendwann mal gemacht. Und wieder möglichst schnell zurück. Ja, das sieht ordentlich aus, 18 Sekunden. Und zu den Büchsen. Eine runter, zwei, jawohl, das flutscht doch. Und die letzte noch. Momme, gute Zeit bis jetzt. Wirklich souverän. So, jetzt kommt der gefürchtete Hindernispool. Er versucht hier den Kopf über Wasser zu halten, Momme. Also das ist seine Taktik hier, geht gar nicht großartig runter. Ja, und man sieht, er muss sich hier auch gar nicht viel aus dem Gesicht wischen. Und das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach mit den Schuhen wieder. Prallt er auf die Rampe drauf. Ah, aber mutig, wie eh und je, Momme, wieder seine Powerrolle. Durch die Ventilatoren durch, wieder ein bisschen schwieriger, aber er zwängt sich hier durch. Er kämpft, er fightet. Genau das wollen wir sehen von Momme bei krass nass.
Nächster Tunnel. Und dann hier mit den Füßen am besten raus. Jawohl. Über den Lochboden. Hier die Rampe, gibt es ein bisschen Halsprobleme. Ach, da muss er Sekunden liegen lassen. Irgendwie kommt er da nicht richtig rüber. Also das hat gekostet, 2 Minuten. Jetzt ist er schon beim Hyperhop und boah, kräftig runter. Und jetzt schnell wieder aufraffen, Momme. Er gibt alles. Schauen wir auf die Zeit. Und der Buzzer ist gedrückt. Der Hyperhop am Ende. Du bist direkt runtergesprungen. Ich habe gar nicht nachgedacht. In der Luft habe ich gemerkt, dass es ein bisschen hoch ist. Aber da war ich schon in der Luft. Mommes Zeit beträgt 2 Minuten und 14 Sekunden. Starke Leistung. Ja, bei mir steht Fabian. Worauf freust du dich am meisten bei dem Parcours? Ich glaube schon jetzt mit dem Pool ziehen und auf die Superschikane. Und du hast gesagt, du willst noch mehr Schaum. Nein. Hat er tatsächlich nicht gesagt, er wollte unbedingt weniger Schaum. Es geht los. Achtung, fertig. Krass nass. Vor dem Schaum gibt es ja auch erstmal die Floßfahrt. Mega mutiger Hechtsprung. Und er ist auch hier mega schnell drüben. Aber er schlägt nicht an, da vergisst er anzuschlagen. Das muss er aber. Ihr seht die Strafsekunden, 15 gibt es obendrauf. Super ärgerlich. Aber so sind die Regeln für Fabian. Auch wenn er hier mega schnell durch ist, das wäre eine klasse Zeit bis dahin. Schneller als Momme. Auch hier ist er mutig unterwegs. Hatte Angst vorm Schaumpool. Aber eigentlich kein Problem. Jetzt ist er auch wieder voll in Fahrt. Wenn dieser Fehler nicht gewesen wäre. Aber wir gucken erstmal weiter, wie sich Fabian hier schlägt. Kurz ausgerutscht mal. Der Elfjährige. Aber kommt hier souverän wirklich durch. Er richtet sich hier nochmal die Schoner. Das ist dann ein bisschen mühsam zwischen den Hindernissen. Das kostet Kraft. Aber er kommt hier auch gut die Rampe hoch, den Hyperhop nochmal runter. Und dann hopp, hopp Richtung Ziel. Oh, Fabian, raketenmäßig. Dein Handtuch für dich, frisch für dich natürlich. Ich bin in der Superschikane beim ersten Mal echt voll weggerutscht. Ist das da so rutschig oder fehlt da die Konzentration? Ist das eine Kraftsache? Nee, es war rutschig, weil ich jetzt im ganzen Pool und so war. Trotz 15 Strafsekunden landet er noch vor Momme auf Rang 1. Ja, der furchtlose Wolf steht bei mir. Saßt du schon mal auf so einem Floß und glaubst du, dass du das gut hinbekommst? Ich war noch nie so auf so einem Floß, aber ich hoffe, ich werde es hinbekommen. Und es geht los in Achtung, fertig, krass nass. Gut, Floßfahrten gibt es hierzulande jetzt nicht mehr so häufig wie noch bei den Wikingern, aber der zieht hier kräftig, der Wolf, jetzt anschlagen. Ja, er war dran, also keine Strafsekunden für Wolf. Und das sieht doch super konzentriert aus. Dazu noch bestes Wetter beim Flussfahren. 0,0 Problem bis dahin für Wolf. Was macht er mit den Kirmesbüchsen? 1, 2, 3, 4. Kann man kaum hinterher schauen, so schnell wie er das macht. Also Wolf ist hier wieder total on fire. Und auch hier mutig durch. Sehr, sehr mutig und Mut wird ja bekanntlich belohnt. Vielleicht hier auch mit der Bestzeit. Bei 50 Sekunden schon rein in die Super-Schikane, aber von wegen Schikane, der jumpt hier durch und easy auch raus. Richtung Lochboden. Auch hier, ja, bleibt ein bisschen hängen. Und jetzt bin ich gespannt bei der Walze. Auch hier ein, zwei Rutscher. Die ist nicht einfach, die hat's in sich tatsächlich. Hier habe ich keine Bedenken, da geht er super mutig runter. Und es ist eine neue Bestzeit für Wolf. Oh mein Gott, ist das spannend bei euch. Ich flipp aus, aber ich habe das Gefühl gehabt, das war jetzt fast der perfekte Lauf. Ja. Oh nee, warum siehst du es anders? Bei der Walze bin ich hängen geblieben. 1 Minute und 50 Sekunden. Und weiter geht's, Frau Laura, mit Alexander. Du bist ja Sportler durch und durch. Und jetzt brauchst du gleich hier beim ersten Muckis. Wie sieht's mit deinen Bizepsmuskeln aus? Eigentlich ganz gut, weil wir sind
Ich und der Fabi im Hotel, da fahren wir oft auch zum Trainieren dann nochmal vorm Parcourslaufen. Und da sind wir eben zum Hangeln gefahren. Da bin ich eigentlich recht gut im Hangeln und deswegen stehen meine Chancen sehr gut. So, Alex, einmal Bizeps-Vergleich in die Kamera. Ist beim Alex auf jeden Fall mehr am Start als bei mir. Geh auf Position, ich drück dir alle Daumen. Es ist so unfassbar spannend. Ich flippe aus. Achtung, fertig, krass, nass. So, dann schauen wir mal, ob sich das Krafttraining bei Alex ausgezahlt hat. Ja, lässt dir gut den Bizeps gleich mal brennen, aber bitte anschlagen. Bitte einmal anschlagen mit der Hand. Nein, auch Alex vergisst, auch hier 15 Sekunden obendrauf. Nicht zu fassen. Nach Fabi also auch Alex. Auch wenn er hier super unterwegs ist und auch hier mutig reinjumpt in den Hindernispool, drüber, drunter, einfach weitermachen. Das ist jetzt erstmal die Devise. Und er hat es, glaube ich, noch gar nicht realisiert. Das ist in dem Moment auch das Beste, glaube ich, dass er hier einfach volle Kanne weiter Gas gibt. Auch hier der kleine Rutscher, das war quasi parallel vorhin zu Fabian. Also die haben sehr viel Parallelen in ihrem Lauf drin. Oh. Aber weiter hier, große Schritte drüber. So, jetzt die Riesenwalze. Auch er hier rechts auf der rechten Seite drüber mit kleineren Problemen. Und schauen wir mal, wo er rauskommt am Ende mit den 15 Strafsekunden, die es oben drauf gibt. Oh mein Gott, das ist so, so, so. So ärgerlich hier klar zu sehen, da klatscht Alex das Podest nicht ab. Laut Schiedsrichter heißt das 15 Strafsekunden eben oben drauf. 2 Minuten 1 heißt aktuell Platz 2 für Alex. Weiter geht's mit Jonathan und der steht schon in den Startlöchern bei Laura. Wie schätzt du denn deine Chancen aufs Finale noch ein? Nicht so gut, aber ich versuche trotzdem noch ins Halbfinale zu kommen wenigstens. Es geht los. Achtung, fertig. Krass nass. Und das ist doch mal eine Einstellung, wie man sie sich wünscht von Jonathan. Und auch hier mit Energie aufs Los und hinten anschlagen. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Das erhöht die Siegchancen. Bisschen unkonventionell hier, aber eine eigene Technik. Und kommt trotzdem gut drüber. Auch hier 18 Sekunden. Super gemacht von Jonathan. Ab zu den Dosen. Und bitte einmal den Kirmesmaster geben. Ja, da hat das raus. 40 Sekunden, also auch er top unterwegs und vor allem in guter Zeit, ohne dass es hier Strafsekunden obendrauf gibt. Darf er hier keine großen Fehler machen, dann kann das hier klappen mit einer richtig guten Zeit und vielleicht ja sogar der besten in diesem Lauf. Da kommt er hier durch den Tunnel, mit seiner Größe kann er sogar durchrennen. Die Walze auch hier, Mini-Probleme, aber besser. Besser als schon zuvor. So, die letzten Meter. Wo kommt er am Ende raus? Das wird spannend, das wird knapp. Das sind hier Sekunden. Oh, hat ein bisschen Mühe, da rollt er sich raus. Komm jetzt. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Bis zum Hyperhop. So unfassbar krass vorne dabei. Und dann bist du wieder mega tief eingesunken. Und ist es schwer, da rauszukommen? Ja, schon. Vor allem, wenn man weiter hinten drin ist. Aber das macht mal gar nichts, denn Jonathan, sonst hat er immer den Kürzeren gezogen. Heute ist er einfach spitze, 1 Minute 49 Sekunden. Und damit haben wir einen neuen Tagessieger. Jonathan, herzlichen Glückwunsch! Jonathan, wir haben am Anfang noch gesagt, du bist immer für die Überraschung gut. Und das ist die Überraschung. Tagessieger, 5 Punkte gehen auf mein Konto, völlig verdient. Und so sieht das aus bei den Jungs in der Tagestabelle. Alex und Wolf, die teilen sich in der Gesamtwertung den ersten Platz, ganz dicht gefolgt von Fabian. Jonathan, der springt auf 3, knapp dahinter ist Momme. Auch bei den Mädels geht es auf die Zielgerade. Nur noch 3 Sendungen bis zum großen Finale. Jetzt zählt wirklich jeder Parcours, jede Zeit und vor allem jeder Punkt. Jetzt wartet auf die Mädels die Pyramide, das heißt, es geht um Zielgenauigkeit. Wir schauen mal, ob sie es besser hinbekommen als die Jungs. Hier sind sie. Emily. Lena. Marike. Edda. Und Anna. Das sind unsere Mädels, die alle wollen ins große Finale und wir kommen jetzt zum nächsten Parcours. Los geht's. Emily, neuer Tag, neues Glück. Was hast du dir für heute vorgenommen? Also schnell sein. Hast du Arme noch mal trainiert gestern? Ja. Echt? Was hast du gemacht?
Na, ich habe so Liegestützen gemacht. Echt? Kannst du Liegestütz? Ja. Und auf mein Kommando geht es los. Achtung, fertig. Krass nass! Tja, Liegestütz, das ist immer gut. So, gucken wir mal, ob das auf dem Floß auch was nutzt. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen Probleme beim Seil halten. Aber sie macht es sehr sorgfältig, kontrolliert. Ja, ein bisschen gemütlich vielleicht, aber ich finde, diese Sorgfalt ist auffällig. Ja, die angehende Anwältin, da sieht man sie mit Recht und Ordnung. Und hier auch ordentlich abgeräumt, die Dosen. Danach mit einer Drehung rein, 360 in den Pool, taucht sie kräftig unter. Schaumkönigin, ja, mit Schaumkrone einmal drüber und dann noch einmal runter. Hallo, noch einmal runter, Emily. Einmal muss sie noch runter, aber irgendwie scheint sie verwirrt zu sein. Nee, das brennt auch, das brennt für sie. Und sie traut sich nicht noch einmal abzutauchen. Deswegen 15 Strafsekunden auch hier oben drauf, auch wenn sie noch mal abgeduscht wird vom Captain. Sauber wieder in die Schikane rein, aber mit den 15 Sekunden im Rucksack, im Gepäck, das gibt natürlich hier, naja, vielleicht nicht mehr die ganz gute Zeit. Schauen wir mal, sie ist jetzt knapp bei 2 Minuten und die Kräfte schwinden auch so ein bisschen, auch wenn sie das hier richtig gut macht. Richtig gut über die Walze gekommen, Emily, auf den letzten Metern. So, und jetzt bisschen Mut. Wird belohnt, jawohl. Und dann raus, raus, raus. Richtung Ziel, Richtung Buzzer, Emily. Auf geht's. Der Buzzer unterwartet den Handtuch auf dich. Unser Hindernispool, der ist ganz schön ätzend, oder? Ja. Wie war es da für dich? Nicht so gut. Ja, die Schaum ist in meine Augen reingekommen. Ich konnte kaum noch sehen. Und du hast dich dann am Ende auch entschieden, glaube ich, die letzte Stange da einfach drüber zu gehen, nicht unten durch, oder? Ja. Deswegen gibt es leider 15 Strafsekunden obendrauf, aber du hast den Parcours geschafft. Wir machen einen Haken dran, ja? Und werfen einen Blick auf die Zeit von Emily. 2 Minuten und 48 Sekunden. Weiter geht's mit Lena. Lena, du zitterst gerade ein bisschen. Vor Aufregung oder ist dir kalt? Mir ist kalt. Das heißt für dich, du musst eigentlich noch schneller rennen, oder? Dass dir warm wird. Ja, ja, eigentlich schon. Sind da noch Körner da? Ich hoffe mal, aber ich denke schon. Wenn du bereit bist, geht es los für Lena in Tag 7. Auf mein Kommando. Achtung, fertig, krass nass! Und noch ein Tipp, es hilft natürlich, nicht weiter zu frieren, wenn sie hier auf dem Floß bleibt und vor allem keinen Abgang macht. Sieht auch gut aus bis dahin. Jawohl, ordentlich angeschlagen. Und dann, nee, das ist das falsche Seil, das ist das richtige Seil. Jawohl, aber hat sie sich irgendwie so ein bisschen verheddert? Aber sie kämpft hier, die Zunge rausgestreckt. Ja, und auch hier, volle Konzentration. Schaut mal auf die Zunge, die streckt sie hier komplett raus. Das ist für mich eine kleine Kampfansage hier von Lena. Boah, und dann, da wackelt die Stange richtig. Boah, die volle Ladung bekommt sie ab. Also wagemutig, waghalsig. Auch wenn sie nicht so diese Dusche von krass nass, glaube ich, gebrauchen kann in dem Moment. Egal, weiter. Ja, und das ist unsere Lena, das ist die typische Lena, die natürlich wieder einmal ausrutschen muss. Aber es geht irgendwie weiter. Es gibt ja keine Haltungsnoten bei krass nass. Das ist völlig wurscht, wie man hier durchkommt. Am Ende zählt die blanke Zeit. Und die bleibt jetzt hoffentlich in wenigen Sekunden stehen. Sie hat nur noch diesen Sprung am Hyperhop vor sich. Sehr gut. Jawohl. Und jetzt noch einmal richtig rauszwängen. Du hast es gleich geschafft. Yes! Der Buzzer ist betätigt, die Zeit ist gestoppt. Am Anfang im Pool, da war irgendwie das Führungsseil weg, oder? Ja, das war unter dem Boot, war am Fluss. Ich habe das ja nicht bekommen. Und dann musste ich irgendwie das von unten nehmen. Und dann ist das Boot so auf die Seite und bin fast nicht rausgekommen. Die Zeit von Lena, 2 Minuten und 16 Sekunden. Wenn es dich tröstet, eine halbe Minute schneller als Emily. Echt? Ja. Ah, okay. Ganz okay? Wir enden mit ganz okay. Ja, nach dem kleinen Dilemma gestern hat Rieke auch ein bisschen Trost gebraucht. Aber heute ist alles vergessen. Wie hast du das verdaut, Marieke? Gut. Auf deine Startposition. Wir drücken die Daumen. Es geht los. Achtung, fertig. Krass nass! Gestern im Labyrinth verlaufen. Heute haben wir kein Verirrpotenzial bei diesem Parcours. Das schon mal die gute Nachricht für Marieke, die hier seitlich über den Pool kommt, anschlägt, jawohl, und richtig mit Energie. Ja, jetzt hat sie auch kleinere Probleme, das Seil zu greifen. Aber bis dahin sah das
sehr gut aus. Hier hatten die wenigsten Probleme. Auch sie, ja, da bleiben noch zwei Liegende. Ganz schnell abgeräumt. Einmal durch den Pool. Auch nicht ihre Lieblingsdisziplin, aber sie macht das hier super. 50 Sekunden. Da braucht es gar keine Dusche. Da ist kaum Schaum vorhanden. Jetzt Minute rum. Die erste Rampe genommen. Nochmal eine. Jawohl. Das ist geschmeidig, wie sie hier durchgeht. Und jetzt noch einmal Gas geben. Ja, da sind auch so ein paar Körner weg, glaube ich. Da muss sie den Sprint noch mal ein bisschen anziehen. Wir schauen auf die Zeit. Das wird, glaube ich, eine richtig knappe Kiste hier. Klettert hier hoch wie das flinkste Äffchen. Und dann stark Richtung Bestzeit unterwegs, glaube ich. Kannst dich rausbeißen. Ja, Johannes sagt rausbeißen. Wie war's für dich? Gut. Gut, es war sehr gut. Die machen mich wahnsinnig, die Mädels. Die sind so bescheiden. Die haben immer was zu meckern an sich selbst. Müssen sie gar nicht. Welche Zeit steht da? 2 Minuten und 3 Sekunden. Und das heißt, du bist auf Platz? 1. Aktuell auf Platz 1. Also war das nicht gut, sondern sehr gut. Weiter geht's bei Laura. Eddalein, hast du die Zeit von Marike mitbekommen? Ja. 2 Minuten und 3 Sekunden. Macht dich das nervös oder spornt dich das an? Beides irgendwie. Und was überwiegt? Ansporn, glaube ich. Der Ansporn, das finde ich sehr, sehr gut. Es geht los. In Achtung, fertig. Krass nass. Ja, auch der Ansporn, um jetzt Marikes Zeit zu schlagen. Zwei können es noch schaffen. Edda macht den Anfang und macht das super solide über den Pool mit dem Floß. Und auch hier sieht das gut aus. Sehr schnell. 30 Sekunden. Perfekt weggepustet. Durch den Pool. Und das ist auch mit die schnellste Zeit hier. 45 Sekunden, hat eine gute Grundgeschwindigkeit. Jawohl, auch hier ist das sehr gut. Man kann natürlich auch Zeit gewinnen zwischendurch, wie hier beispielsweise. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zeit. Ja, jetzt hat sie hier auch wieder kleinere Probleme bei der Walze. Aber kommt hier gut hoch. 1,40, sehr gut. 1,40, jetzt kommt's auf die letzten Sekunden wirklich an. Mit Riesenschritten durch den Lochboden. Und dann kam die Walze. Ich bin abgerollt schon. Bei der Walze? Ja. Und ansonsten? War's gut? Deine Zeit, 1 Minute und 47 Sekunden. Wenn es so bleibt, bist du Tagessiegerin. Aber eine steht noch in den Startlöchern. Ganz genau. Und in den Startlöchern steht Anna. Ich habe eigentlich nur eine Frage an dich, nachdem es gestern ja ein bisschen verhext war und der Ball einfach nicht in den Basketballkorb wollte. Können wir heute wieder mit der alten Anna rechnen, die sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lässt? Ja. Das wollte ich hören. Anna, an den Start mit dir. Sehr gut. Motivation ist da. Es geht los. Achtung, fertig. Krass nass. Ja, so eine halbe Kampfansage höre ich da raus. Aber für sie zählt jetzt hier im Spiel. Vorher gibt's oft nicht die Riesensprüche. Auch nicht von Anna. Sie liefert einfach mit Leistung und ist hier bei 30 Sekunden gut unterwegs. Beim Hindernispool, da mache ich mir auch keine Sorgen. Da hatte sie bisher nie Probleme. 45 Sekunden. Oh, aber da hängt sie und da rutscht sie. Da rutscht sie kräftig. Da lässt sie Zeit liegen. Da lässt Anna Zeit liegen. Die zweite, gut, da rutscht's und flutscht's. Das ist okay. Eine Minute genau im Tunnel jetzt. Aber wie weit wirft sie dieser Fehler jetzt zurück? Das ist hier die große Frage. 1,47, das ist die Bestzeit. Sie hat jetzt noch 20 Sekunden vor sich. Das wird eng und das wird nicht mehr reichen in dem Fall. Aber wo kommt Anna am Ende raus? Klar ist, dass Edda hier die Krone heute zumindest mal auf hat. Wo kommt unsere Österreicherin Anna raus? Die letzten Kräfte. Die Zeit ist gestoppt, Anna. Wie war's für dich? Es ging, es war alles so nass und ich bin immer ausgerutscht. 1 Minute und 59 Sekunden. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Und das heißt in unserem Fall Edda. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Tagessiegerin. Kann man sich daran gewöhnen? Ja. Gibt es da überhaupt noch eine Steigerung, frage ich mich.
Ja. Die da wäre? Noch schneller. Edda kommt richtig ran an Anna, die ist noch Erste, aber wie lange noch? Marieke 6 Punkte hinter Edda, Lena und Emily ziehen hinterher. Auch die Tagesbestzeit schnappt sich unser Murmeltier, nämlich Edda! Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und wenn ihr zu Hause auf Edda getippt habt, dann habt ihr die Chance auf dieses tolle Schnorchelset. Wir drücken die Daumen. Ey, die Mädels rocken krass nass. Und ihr könnt übrigens jetzt schon euren Tipp für morgen abgeben. Geht auf krassnass.de oder ihr geht auf den Instagram-Account des Tigerentenclubs. Da gibt es alles Wissenswerte rund um krassnass. Also mehr Informationen zu den Kandidaten und Kandidatinnen. Jede Menge lustige Outtakes von uns. Also klickt euch rein. Outtakes? Wir haben doch keine Outtakes. Na, bei uns noch nicht. Alles perfekt. Also, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt krass nass. Macht's gut, Leute. Ciao.